Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal um HT und NT. Hochtarif und Niedertarif im Strombereich. Wenn ihr Energiewirtschaftler seid, dann sind euch diese Unterscheidungen durchaus ein Begriff. Oder auch wenn ihr einen entsprechenden Doppeltarif in eurem Stromverbrauch habt, dann ist euch HT-NT wahrscheinlich ein Begriff. Aber was steckt da ganz konkret dahinter? Wie ich gerade schon angedeutet habe, geht es um einen Doppeltarif oder ein Zweitarifmodell oder den Doppelstromzähler oder Doppeltarifzähler, der also unterscheidet zwischen einem Tagstrom HT und einem Nachtstrom NT. Es geht also darum, den Stromverbrauch zeitlich zu unterscheiden, was vor allem natürlich daran liegt, dass man einen preislichen Unterschied im Tarif festgelegt hat. Aber warum ist das so? Wofür wendet man das Ganze überhaupt eigentlich an? Und zwar vor allem für Wärmeanwendungen. Also wenn man eine Nachtspeicherheizung hat, die nachts Strom zieht, oder eine Wärmepumpe oder eine elektrische Fußbodenheizung, die man entsprechend nachts Strom ziehen lassen kann, dann bietet es sich an, diesen Stromverbrauch in die Nacht zu legen und dort einen günstigen Stromtarif auch anzusetzen, damit man diesen immens hohen Stromverbrauch für die Wärmeversorgung auch halbwegs günstig umsetzen kann. Dafür gibt es also diese Anwendungen. Deswegen wird das Ganze auch ganz oft als Heizstrom bezeichnet. Aber was steckt da nochmal ganz konkret dahinter? In so den 60er, 70er Jahren, gerade im Altbaubereich, war es dann auch mal auf dem Weg, dass man angefangen hat, mit Strom zu heizen. Also das ist dann einfach etwas weiter verbreitet gewesen. Und dann hat man sich so gedacht, okay, sowas wie eine Nachtspeicherheizung, alles schön und interessant. Und man hat ja auch Kraftwerke im laufenden letzten Jahrhundert, natürlich auch nicht so besonders flexible Kraftwerke, die tagsüber richtig powern, die man dann nachts ein bisschen runterdrehen kann, aber eben die trotzdem auch in der Nacht immer noch Strom produzieren. Und der Strom muss jetzt irgendwo hin. Also hat man sich gedacht, man fördert jetzt den Verbrauch dieses nächtlich produzierten Stroms. Der muss ja in dem Moment auch verbraucht werden, wenn er produziert wird, weil man damals auch noch nicht so viele Speichermöglichkeiten hatte. Indem man einfach sagt, ja liebe Endkunden, wenn ihr so eine Nachtspeicherheizung, Wärmepumpe oder was auch immer habt, dann könnt ihr nachts euren Strom jetzt besonders günstig verbrauchen, indem wir euch ein Zwei-Tarifmodell anbieten, HT-NT. Wie funktioniert das Ganze schlussendlich? Ihr habt dann einen Tarif, der zum Beispiel sagt, von 6 Uhr bis 22 Uhr, das unterscheidet sich immer je nach Anbieter und Netzbetreiber ein bisschen, habt ihr den Tagtarif, der ist dann ganz normal oder der ist sogar noch etwas teurer als im ganz normalen Tarif. Und dann von 22 bis 6 Uhr in der Nacht habt ihr den Nachttarif, den Niedertarif, den NT-Bereich, den Nachtstrom. Der ist dann signifikant günstiger, nämlich so um die 40% im Regelfall günstiger als die Tagesvariante. Dann wird entsprechend geregelt, dass der Energieverbrauch, die Energiemenge, die ihr tagsüber verbraucht habt, mit dem Tagstarif und der Nachtverbrauch mit dem Nachttarif verrechnet wird. Und so habt ihr schlussendlich eine wahrscheinlich sogar günstigere Stromrechnung, als wenn ihr alles mit einem ganz normalen durchlaufenden Tarif abgerechnet hättet. Aber wie läuft das Ganze technisch? Dafür gibt es besondere Stromzähler. Das sind auch diese ganz klassischen Ferraris-Stromzähler, diese schwarzen Blöcke, die man im Keller findet, die aber statt dem einfachen Zählwerk zwei Zählwerke haben. Das Zählwerk ist dieses Display mit dem Zählerstand, den man ablesen kann. Und das läuft ja schlussendlich so, dass wenn der Stromverbrauch durchfließt, das ist eine ganz mechanische Zählung, da dreht sich dann dieses Zahnrad und durch das Zahnrad dreht sich dann wiederum dieses Zählwerk und so geht der Zählerstand immer höher. Wenn ihr jetzt diesen Doppeltarif habt, diese HT-NT-Unterscheidung, dann gibt es hier noch ein Gerät mit dran an diesem etwas abweichenden Stromzähler und der schaltet dann zu diesem Zeitpunkt 22 Uhr und dann wieder 6 Uhr jeweils automatisch um und zwar hart mechanisch. Wenn ihr in der Nähe von so einem Stromzähler steht, der umschaltet, dann hört ihr ein durchaus lautes Knacken oder hat irgendein ähnliches Geräusch, was dann signalisiert, jetzt gerade springt der Tarif mechanisch um auf den anderen. Und ab diesem Moment wird praktisch das andere Zählwerk angesprochen. Das könnt ihr euch wirklich auch optisch so vorstellen, dass es da einfach zwei verschiedene Zählwerke gibt, die eben für HT und NT unterscheiden. Die werden dementsprechend dann Ende des Jahres abgelesen. Dann gibt es zwei Zählerstände, die werden entsprechend eingebaut in das Abrechnungssystem, in die beiden Zählwerke. Und dann hat man eine Abrechnung mit zwei Energiemengen für zwei Tarifstufen. Und so kann man dann schlussendlich auch eine schöne Stromrechnung daraus
machen. In der Zukunft ist es so, dass wir im Smart Metering-Bereich da natürlich noch viel flexibler werden und eine stetige und automatische Wechselmöglichkeit zwischen Tarifen wahrscheinlich haben werden. Aber das ist immer noch Zukunftsmusik, da stehen wir noch lange nicht da. Das wird aber in Zukunft, denke ich, relativ relevant sein, dass man eben je nach Bedarf und je nach Angebot am Markt sehr, sehr, sehr flexibel in verschiedenste Tarife oder Preisstrukturen wechseln kann. In der Vergangenheit, bisher im HT-Endi-Bereich, ist es tatsächlich eine harte mechanische Einstellung, dass 22 Uhr umgeschalten wird auf den NT-Tarif und dann 6 Uhr wieder auf den HT-Tarif. Das ist also bisher nicht so besonders flexibel gewesen. Aber eben eine valide Möglichkeit für Heizstromkunden. Habt ihr irgendwelche Fragen zu HT-NT oder zu den anderen zugrunde liegenden Themen wie Standardlastprofil und Co., dann schreibt die einfach unten in die Kommentare. Ansonsten gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Und hier seht ihr auch noch zwei weitere Videos, die ganz relevant sind zu diesem Thema, unter anderem Standardlastprofil. Bis zum nächsten Mal.